Sag mir, was es ist. Was? Sag mir einfach, was es ist. Es ist ein Hase, wie die anderen, die du gemacht hast. Auch sie hat also diese ganzen Hasen gemacht. Und weiter? Naja, er ist aus Papier. Und weiter? Der Körper ist gelb und der Rest ist blau. Gut. Und weiter? Du, River? Ich habe ein Lied geschrieben. Es ist für dich. Okay. Nun, möchtest du es hören? Ja. Du hättest nicht extra das Piano hochbringen müssen. Ich kann dich sehr gut hören, wenn die Tür offen ist. Er geht einfach wortlos zum Piano. Es heißt Forever. Warum so klischeehaft? Das ist nur ein Arbeitstitel. Mit dem Hintergrund der Herzschlag. Wer ist diese Anja, von der die beiden gesprochen haben? Wenn sie so wichtig ist, hätten wir sie nicht in seinen späteren Erinnerungen sehen müssen? Tschetsche, er hat ein Versprechen jetzt nicht doch nicht gehalten. Es sei denn... Ist ja irgendwas. Egal. Hey, das ist doch dasselbe Lied, das die Kinder vorhin gespielt haben, oder? Vermutlich hat er es ihnen beigebracht. Ach, weißt du, das hier sieht nur meinen Testosteronspiegel runter. Ich mache mich auf den Weg. Ich glaube, ich hole meine Memory Links. Kommst du mit oder willst du noch selbst weiterschauen? Ich schau mich ja selber um. Geh du vor, ich hole dich schon ein. Ja, wir wollen ja auch hier ganz viel sehen, ne? Vermisst du nicht auch die Zeit, als die Konvertierung von MP8-Audiodateien aus Erinnerung noch legal war? Ich glaube, in meinem ersten Arbeitsjahr habe ich über 2000 Songs mit nach Hause genommen. Ja, und hier ist das Memento. Hallo, Mr. Schnabeltier. Ach, das Buch, okay. Ich hätte jetzt ja das Schnabeltier gesagt, aber... Man kann nicht alles haben, ne, Tini? Ja. Das ist Kaisers neue Kleider, immer noch von Hans Christian Andersen. Und der Hase, mit dem ich einfach rübergelaufen bin? Ach, wenn ich River anklicke. Bestimmt steht jetzt in der Notiz, dass sie den Hasen gemacht hat. River gab ihn John. Ja. Hase! Notiz für River erhalten. Erst Musikstück. Ein Lied, das Johnny für seine verstorbene Frau geschrieben hat. Der Titel ist nur ein Platzhalter. Ja. Wahrscheinlich werden wir nie erfahren, wie dann der richtige Titel des Lieds lautet. Mit den Lampen kann ich nicht rumspielen. Das da oben schon angehst, Bochin. Da gibt's aber nichts. Da gibt es nichts. Die Pflanze, sie hat bestimmt wichtige Informationen. Ach, und da bringen sie gerade das Klavier hoch. Eine Schüssel mit durchgerührtem Teig. Interessant. Ein Glas eingelegte Oliven. Da mag oft jemand Oliven sehr gern. Nikolas. Ich sage dir, das wird so nichts. Und wenn wir es auseinanderbauen,
Sieh uns an, John. Wir sind nicht gerade in dem Alter, wo man noch Pianos herumträgt. Weißt du was? Wenn es dir so viel bedeutet, dann besorge ich ein paar Profis. Ich kann dir nicht helfen, das Haus zu retten. Also es ist das Mindeste, was ich tun kann. Mhm. Ja, ich wollte noch Jonathan reden. Runter, Amberchen. Kann ich um das... Ja, ich kann darum herum. Was war hier denn noch? Ah, die kann ich hier ansprechen. Das Klavier kommt noch? Nö. Okay, dann gehen wir zum Memento einfach. Ach, Momente vorbereiten. Na, du Schlafmütze da vorne. Warte, bin ich. Was ist das in der Mitte? Das bin ich. So mache. Ja, bringt es. Bringt es. Es bringt Tüdü. Ach, sieh mal, wer da ist. Sieh mal, wer da ist. Herr Kaisel. Na, genießt du die Aussicht, Kleiner? Endlich! Ja, von hier hat er also die Blumen gepflückt. Einfach in den Zaun springen. Hey, schau mal, was wir hier haben. Ja, das Haus, was gerade gebaut wird. Ich wette, sie haben die Klippe gesehen und dachten, es wäre noch nicht gefährlich genug, so lange kann Leute drauf wohnen. Ach, Wiesel. Mit deinem Enthusiasmus. Natürlich, dafür bin ich doch da. Du siehst ziemlich deprimiert aus. Was ist los? Isabel. Nick hat angerufen und mich hergebeten. Ich habe dir eingelegte Oliven mitgebracht. Die magst du am liebsten, stimmt's? Ich habe von River gehört. Wird sie wieder gesund? Ihre Krankheit wurde erst spät festgestellt. Glücklicherweise ist sie behandelbar. Aber die Kosten für die Behandlung. Wir können uns nicht leisten, das Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können kaum die Behandlungskosten bezahlen. Ich bin froh, dass man ihr helfen kann, aber... Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel dieser Ort dir bedeutet. Es wird dir das Herz brechen. Ich würde gerne helfen. Ted und ich können uns seit dem Finanzcrash selbst nur kaum, nur knapp über Wasser halten. Was willst du nun tun? Ich werde ihr sagen, dass wir es schaffen können. Dass wir uns beides leisten können. Ich möchte nicht, dass sie eine Dummheit begeht. Sollst du sie nicht anlügen? Du verstehst nicht, Isabel. Wenn sie die Wahrheit herausfände, bin ich mir sicher, was sie wählen würde. Na und? Wenn sie entscheidet, dass ihr dieser Ort mehr bedeutet als ihr eigenes Leben, dann soll es eben so sein. Es geht darum, was sie wirklich will. Ihr neurotypische... Ja, was? Neurotypische meint immer, ihr wüsstet, was das Beste für andere ist. Das mag ich nicht. Ich hasse es, wenn du mich so nennst, Izzy.
Glaubst du denn, es geht nur um sie? Mia, Isabel. Nach all den Jahren, darf ich dann nicht auch mal an mich denken? Ich möchte nicht allein sein, Isabel. Ich werde sie nicht sterben lassen. Das ist anmaßend. Ist egal. Wo willst du hin? Ich werde ihr etwas von der Klippe mitbringen. Ja, die Blumen, die lilanen. Purpur oder whatever. Same color! Das würde sie ja ein wenig trösten. Was du vorhast, wird davon nicht besser. Nick wollte, dass ich dir das gebe. Was ist das? Eine Spieluhr. Er sagte, das Lied heißt Everything's Alright. Ja, merkt man ja. Gar nichts ist in Ordnung. Wenn aus dem vorherigen Erinnerungsstrang nicht mal haben wir ja schon erfahren, wie sich River entschieden hat. Gegen die Operation. Ah, Memento! Isabel kann ich nicht anquatschen, ne? Sie steht natürlich perfekt! Spieluhr vor ihr, das Olivenglas neben ihr und der Busch hinter ihr. Erforschung der Umgebung kann auch zu Memory Links führen. Ja. Hammer! Guck mal, ein Hammer. Soll ich dir mal Hammer mitbringen? Ein Problem, ich werde nie wieder auf Livy zurückkehren. Ja, einfach durch das Auto durchgehen. Super. Gib ihm mal zu Johnny da an der Klippe sein. Ja. Ach, das waren schon zwei Stück. Kann ich trotzdem ihm rüber? Nein, kann ich nicht. Ach, komm schon. Das Spiel möchte das nicht, Chicken. Merke ich schon. Wollen wir es mal aktivieren? Mit dem wunderschönen Glas Oliven. Yay. Das ist auch recht einfach. Nee, da bist du ja. Ich wollte schon sagen, Kiesel abgehauen oder wie? Notiz eingelegt Oliven. Gucken wir uns erstmal die Notiz an. Oliven. Johnnys Lieblingsspeise. Ja, wenn du meinst. Jeder seine, ne? Jeder das seine. Okay, wo sind wir? Bar, Restaurant oder Kneipe? Irgendwas davon? Bestimmt. Also zieht ihr die Sache wirklich durch, hm? Sofort machen sie es unsichtbar. Yep, die Bauarbeiten starten bereits in wenigen Monaten. War nicht ganz einfach, wir müssen Ratzahlungen vereinbaren. Aber jetzt, wo die Finanzierung steht, wird es schon klappen. Wundervoll, euer eigenes Traumhaus und dann noch an diesem schönen Fleckchen Erde. Ja, an einer wunderschönen Klippe, die überhaupt nicht herunterbrechen könnte. Tini, würdest du da wohnen wollen? Am Rande des Abgrunds.